Heute geht's darum, in einer Stunde so viele Hampelmänner zu machen, wie man schafft. Das Ganze werde ich mit Ellie machen, aber ich werde heute Schummel. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich weiß nicht, was Claudio da drüben macht. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielwelt-Kanal. Leute, ihr habt schon im Titel gelesen. Und zwar haben wir heute eine sehr, sehr coole Challenge. Und zwar die einer Stunde so viele, ich nenne das Ganze Hampelmänner, nenne ich das Ganze. Ich kenne das Ganze nur unter dem Begriff Hampelmänner. Heute geht es darum, in einer Stunde so viele Hampelmänner zu machen, wie man schafft. Das Ganze werde ich mit Ellie machen. Und Freunde, ihr könnt euch doch sicherlich alle an die Challenge mit Kano und René erinnern, wo die beiden in einer Stunde so viele Liegestütze gemacht haben, wie sie nur können. An diejenigen, die wissen, was Kano da gemacht hat, Claudio hat dasselbe vor. Denn ich werde heute schummeln. Ich werde nur 30 Sekunden Hampelmänner machen und dann lasse ich Felix, ich gehe gleich nach unten und lasse Felix dann das Ganze in einem Loop machen. Und ja, dann bin ich mal auf Ellies Reaktion gespannt und ich glaube, sie wird ein bisschen sauer, also nicht nur ein bisschen, sondern wird sehr, sehr sauer werden. So, ich würde sagen, ich rede gar nicht so lange, sondern ich beginne mich jetzt daran, die Hampelmänner zu machen. Und das Ganze läuft jetzt im Loop-Start. Hui. So, Freunde. Hier drüben ist doch schon Felix. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob Felix wunderschönes Haar hat. Ich finde, die Farbe steht ihm hervorragend. Ihr könnt einfach eure ehrliche Meinung dazu schreiben. Ihr müsst nicht sagen, dass es wunderschön ist. Nein, ich finde, die Farbe sieht super aus. Blau steht ihr auf jeden Fall. Ich finde es super. Dankeschön. Felix, ja. Ich habe schon den Zuschauern die Challenge heute erklärt. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Ja, ich muss wieder gemein sein. Nein, ja, okay, es ist deine Aufgabe, Felix. So, ich gebe dir gleich die Karte und danach machst du das Ganze in einem Loop, aber eine Stunde lang. Mhm. Und ich bin auf Ellies Reaktion gleich gespannt. Ja. Es tut mir leid, Felix, dass ich dich da mit involviere, aber gut. Okay, super. Danke dir. So, Ellie. Ja? Du weißt, was die heutige Challenge ist, oder? Ja, weiß ich. Und zwar geht es darum, wer jumpt mehr. Wie nennst du das? Jumping Jacks, oder? Ja, genau. Ich sag nicht Hampelmann, ich sag Jumping Jack. Okay, wir machen cooler. Wir gucken, wer von uns beiden mehr Jumping Jacks schafft. Und ich würde sagen, ja, ich werde auf jeden Fall mehr schaffen. Oh, worauf habe ich mich schon wieder eingelassen? Ja, du siehst schon, ich bin gerade im T-Shirt. Wir haben eine Stunde Zeit und ich würde sagen, Ellie, ich mache... Darf man auch Pause machen eigentlich? Ja, klar. Ich mache dich platt. Okay, werden wir dann ja sehen. Ich werde keine Pause machen, ich zieh einfach durch. Ja, ja. Mach schon. Bis dann. Mach schon, Claudio. So, Leute, ich habe keine Ahnung, worauf ich mich hierauf schon wieder eingelassen habe. Aber der Claudio hat mir eine ordentliche Kampfansage gemacht. Es geht ja hier um die super tollen, wie er sagt, Hampelmänner. Ich nenne sie Jumping Jacks. Und ja, er behauptet, er schafft mehr als ich. Und das wollen wir ja mal sehen. So, Freunde, ich ziehe jetzt durch mit den Hampelmännern. Ich werde jetzt eine ganze Stunde einfach Hampelmänner machen. Puh. Okay, zähle ich selber mit? Nein, ich zähle nicht mit. Ich gucke einfach hinterher. Ich komme mir jetzt schon echt wie ein Hampelmann vor, so wie Claudio schon gesagt hat. Okay, kurze Pause. Boah. Pause ist ja erlaubt in einer Stunde, das ist ja nett. Okay, come on. Okay, kurze Pause. Ich hoffe, Claudio macht auch so auf Pause. So, Freunde, Ellie ahnt nichts davon, aber ich habe ja den Felix gebeten, mir einen Loop zu schneiden. Psst, Ellie hat gerade... Ellie macht den gerade. So. So, Freunde, ich schaue mir jetzt den Loop an und ihr seht den Loop jetzt parallel dazu.
Hey Claudio, mit seinen blöden Challenges, hätte ich das gewusst, hätte ich mir irgendwie Sportkleidung mitgenommen. Oder irgendein T-Shirt wenigstens. Und ich glaube, ich klaue mir jetzt einfach mal ein T-Shirt irgendwo her. Okay, ich nehme euch mal mit. Ich muss mir eben irgendwie ein T-Shirt suchen. Ich weiß, dass hier so einige Klamotten sind. Ja, hier ist auf jeden Fall... Umhang kann ich natürlich auch ummachen. Hier ist auf jeden Fall ein richtig cooles T-Shirt. Das nehme ich mir jetzt mal mit. So, ihr wisst jetzt Bescheid. So sieht ein richtig cooler Opa aus. Okay, und weiter geht's. So, so zur Abwechslung mal die Position ändern. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Mir tun die Waden so weh. Das ist echt anstrengend. Okay, here we go. Let's go. Okay, ich glaube, ich muss mich echt beeilen. Die Zeit rennt. Ach Gott. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob Claudio, ja, weiß ich nicht, mindestens genauso viele, also mit Sicherheit, vielleicht sogar auch mehr hat, Hampelmänner gemacht hat, ich weiß es nicht. Er ist ja selber so ein Hampelmann. Das kriegt er auf jeden Fall zurück. Ich muss mir auch irgendwas, sowas in der Richtung ausdenken fürs nächste Mal. Okay, here we go. So, Freunde, ich bin mal gespannt, ob Ellie gerade ihre Jumping Jacks macht. Ich würde sagen, ich entspanne mich mal und relax ein bisschen im Internet. Also, ich packe meine Kamera noch gleich hier dran. Ich würde sagen, entspannen und entspannen mal. Ich sehe so minimal fertig aus wahrscheinlich. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich weiß nicht, was Claudio da drüben macht. Aber ich mache jetzt eine kleine Pause. So. Vor allem ist es so ruhig, weil nebenan, Claudio hat ja sein Studio nebenan. Eben habe ich noch so ein Rumgehüpfe gehört. Und jetzt höre ich nämlich gar nichts mehr. Das bedeutet, er macht auch gerade Pause. Ich würde ja mal gerne so reinsneaken. Gucke einfach mal gleich oder ich höre mal an der Tür, was er so macht. So, ich gehe jetzt mal bei Claudio an der Tür lauschen, weil ich einfach mal wissen will, was der so macht, der Gute. Okay. Also man hört einfach mal gar nichts. Das heißt, er ist nicht am Hüpfen. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich macht er Pause. Ich hoffe mal, dass das kein Prank ist. Und dass er jetzt nur mir gesagt hat hier von wegen, hüpf mal hier rum. Boah, wenn das ein Prank wäre, ne? Wenn das ein Prank wäre, oh mein Gott, ich würde mich so an ihm rächen. Okay. So, Freunde, Challenge jetzt um. Jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zu Ellie. Ellie! Ja. Ich kann nicht, ich bin beschäftigt! Challenge jetzt mal rüber, ja. Komm! Es ist jetzt vorbei. Hast du aufgenommen? Ja, ich muss sagen, ich sag erstmal ehrlich, ne? Ja. Ich hatte gerade schon so ein bisschen Angst und so meine Befürchten. Kannst du deine Kamera ausmachen? Ich hab dich ja schon auf Kamera. So. Ja. Stell sie ab, komm her. Weil, was denn? Ich hab dich ja am Anfang habe ich dich noch ein bisschen gehört, dass ja. du da was tust. Und irgendwann habe ich nichts mehr gehört. Ellie, komm jetzt, was denkst du denn? Da hatte ich Angst und ich habe mir gedacht, was hast du denn? Dass irgendein Prank ist und du Nein, Quatsch. Und ich die Einzige bin, die jetzt hier rumgehört. Ja, klar. So, Ellie, ich habe schon meine Aufnahme hier. Setz dich hin. Guck dir, also wir können vielleicht deine Karte auch draufziehen. Setz dich hin. Irgendwas. Nein, nichts ist vor. Du machst jetzt auf Loop. Nein, Quatsch, guck dir die Aufnahme an. Die ist doch, hä, dein Ernst? Das sind meine Hampelmänner. Du willst gar nicht wissen, wie viel ich gemacht habe. Ich habe über 1000 geschafft. Wie viel hast du geschafft?
Nicht so viele. Nein, ich glaube, du hast eher angefangen als ich. Ja, das stimmt. Oh, ich habe auch was gemacht. Ich hab eine Stunde durchgemacht. Ich habe nicht wie du eine halbe Stunde. Ich habe eine Stunde durchgemacht. Nein, du hast einen Loop oder sowas. Nein, hä? Siehst du doch, hä? Wie ich habe einen Loop gemacht. Du siehst doch gerade, wie ich Hampelmänner mache. Guck genau hin. Ja. Claudio macht über 1000 Hampelmänner hintereinander. Ich hab dir gesagt, ich das kann nicht. Das ist schön. Also ich muss da zu meiner Verteidigung sagen, ich habe Muskelkater. Ja, ich auch. Da war gerade ein Loop. Ich habe das genau gesehen. Was war da? Da war nichts ehrlich. Ich wusste, das hat gerade das Video wiederholt. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, da war ein Loop drin. Ehrlich, das stimmt gar nicht. Du bildest dir das ein. Wir können das gerne nochmal. Ich warte jetzt nochmal, bis der Moment ehrlich, kommt. Ehrlich, du bildest dir das ein. Das war nicht gut. Nein, das war eine Loop. Nein. Ich wusste, dass irgendwas vor an der Sache ist. Und Quatsch. Ich stehe drüben wie der größte Hampelmann. Nee, da ist kein Loop. Ich sehe das ja. Irgendwann stoppt das und dann fängt das Video neu an. Nein. Da war es doch schon wieder. Nein. Doch. Oh mein Gott! Ellie! Nein! Du bist drauf reingefallen! Ellie, ich muss dir was dazu sagen! Ganz ehrlich, Ja, ihr Freunde, Ellie, wie viele Hampelmänner hast du gemacht? Oder Jumping Jacks? Hast du nachgezählt? Ich weiß nicht, ich hab nicht gezählt. Über 100 aber wahrscheinlich, ja, oder? Keine Ahnung, bestimmt, ja. Freunde, die Challenge ist erfolgreich gewesen. Ganz ehrlich, ich sag dir mal was dazu, Ellie. Und zwar hat Khan vor Monaten mit René eine Liegestütz-Challenge gemacht. Da hat Khan genau dasselbe gemacht. Daher habe ich die Inspiration. Ja. Oh, ich muss sagen, aber Ellie, es riecht ein bisschen, also man merkt, du hast Sport gemacht. Boah, ganz ehrlich, das ist so hart gemein, ne? Ja, Ellie. Wie soll ich gleich Training noch machen? Mir tun meine Waden einfach so weh. Ja, Ellie. Ich würde sagen, danke dafür, dass du und die... Ich dachte noch so... Wirklich, ich war auch an deiner Tür und hab gehört und ich meinte noch so, man hört halt nichts, ne? Weil das war so leise. Ich so, was macht der denn da? Pause die ganze Zeit? Ja, ich würde sagen, danke, dass du mitgemacht hast. Freunde. Jetzt mal wirklich, ohne Witz, das ist so hart gemeint, das kriegst du sowas von ja, zurück, ne? Ja, krieg das zurück. Ohne Witz jetzt, sei ehrlich jetzt. Ich krieg das zurück. Freunde, ich glaube, ich habe Ellie innerhalb von 2 Wochen 3-4 Mal geprankt und sie tut mir schon leid, aber weißt du was, Ellie? Du hast die Challenge heute gewonnen. Danke. Wohlverdienter Sieg. Ja, danke schön. Ich bin gut davon gekommen. Ich habe einfach einen. Weißt du übrigens, wer involviert war? Felix. Sag nicht. Felix. Er hat den Loop erstellt. Ist das ein Stunden-Loop von Felix. Dann kann sich ja der Felix dann mal was von mir anhören. Ey, wie gemein. Dann gehst du jetzt runter zu Felix. Oh nein, ich glaube, das wird jetzt was werden. Okay, aber Freunde, wenn euch der Prank gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, ob Ellie mich zurückpranken soll, ja. Aber sowas von, Leute. Ja, das werden wir sehen, kriegst du nicht hin. Aber ist auch egal. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Ciao. Ciao.